Willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, dann mal ran an den Speck. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie es hier mit einigen Einrichtungen aussieht. Wieso habe ich hier eigentlich immer noch Leute rumexistieren? Die können doch schon, die haben doch hier nichts mehr zu tun. Ja, auch da kann ich den Pin noch wegsetzen. Wir haben ja noch 8 Einheiten Kohle, solange bleibt das Ding da stehen. Hier wird eifrig Eisen abgebaut, aber auch nur noch so lange, wie es da Eisen gibt. Logischerweise. So, da sind unsere Leute. Oh, unser Lloyd ist dabei, sich da so ein bisschen auszuweiten. Ich brauche Wachen und gar nicht mal wenige. So, mal so Verdacht 15. Ich brauche Speere, gar nicht mal wenige. Wo ist meine Holzwerkstatt? Ich werde hier voll am Rumlallen. Du machst mal so 20 Holzspeere. So, dann habe ich da noch eine, die hat auch nichts zu tun. Du machst mal so Verdacht 5 von den netten Zahnrädern für den Fall des Falles und dann machst du auch mal so, ja, auch noch mal so 20. Das müsste dann aber erstmal reichen. Habe ich noch eine? Ne, sind nur die beiden. Nee, Moment mal, da war noch 1, 2, Moment, Moment. Da ist noch eine. Die ist noch damit beschäftigt, Fackeln zu produzieren. 16 sind aber schon da. Das heißt, im Klartext, ich könnte Waldläufer. Mach du mal so. Ich rekrutiere mal so 5 Waldläufer. Vorsichtshalber. So. Ich schau mal. Ansonsten. Irgendwelche anderen Dinge, wichtigen Dinge, die er hier machen könnte, im Augenblick nicht. Nun gut, die sind also versorgt. Was ist hiermit los? Achso, die Werkzeuge. Ah ja, genau. Werkzeuge. Habe ich da irgendwo einen Engpass? Zangen habe ich 15. Also, ich lasse den mal nochmal so 5 Zangen machen. Vielleicht so. Das sind immer 3, ne? 6 Spitzhacken. Ich mach mal 9. Dann kann ich 3. Für den Fall 3 zusätzliche Bergwerke bauen. Für den Fall des Falles. Ein gegnerisches Lager wurde entdeckt. Mal wieder ein Diebeslager. Wie nett. Die greifen auch an. Die bösen. Wo ist das? Welche Ecke habe ich da? Wo hänge ich da rum? In dem äußersten Zipfel hier. Großer Eber der Entschlossenheit. Haben wir da nicht noch schon? Schon nicht schon einen? So einen großen Eber der Entschlossenheit? Alles klar. Ein Diebeslager. Okay. 10 Waldläufer und da hatte ich glaube ich Soldaten. Ja, das sind noch 4. Ein Moment. Ich glaube, hier war eins, das hat sie sich dann irgendwann von selbst erledigt. Da waren meine Leute sehr aktiv. Folgender Vorschlag. Wir müssen eh expandieren. Hilft ja nun mal nichts. Ach herrje. Oh mein Gott. Dann gar nicht so viele Holzfäller und Sägewerke bauen, um die nötig wären, um hier das ganze Gehölz zu ruppen. Um da mal freie Wege zu bekommen. Du kannst ja nichts bauen.
könnte hier versuchen, einen Wachturm hinzusetzen. Komm schon. So. Tolle Wurst. Kriege ich da auch nur ansatzweise irgendwie einen Weg hin? Ich sehe da keine Möglichkeiten. Hier vielleicht. Ich muss mal gucken, ob das jetzt irgendwas gibt hier. Moment mal, kriege ich die miteinander verknüpft? Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann hier irgendwie einen Weg hin. Betonung liegt auf irgendwie. Moment. Nicht, dass ich den Weg zu irgendwelchen Ressourcen verbaue. Das wäre natürlich tödlich. So, da haben wir Diebe rumexistieren. Dann würde ich vorschlagen. Da 10. Da 10. Ich habe hier irgendwo welche. Genau, das sind die Kollegen. Die ziehe ich ab. Das Gebäude könnte dann auch weg, glaube ich. Schub. So. Und dann gibt es noch 10.000 andere Sachen, um die ich mich kümmern müsste. Wir brauchen noch ein Steinmetz. Okay, ich werde mich da jetzt nicht vordrücken. Ich gucke nur gerade, warum würde der jetzt am ehesten Sinn machen? Und natürlich da, wo auch irgendwelche Steinbrüche sind. Stein, jetzt mal Steinbruch. Da habe ich einen, da habe ich einen. Hier ist ein Steinmetz, dann setze ich doch noch einen weiteren Steinmetz. Wenn es geht, hier so hin. So. Okay, habe ich einen Auftrag. Die Sammelhütte haben wir auch immer noch nicht. Und wir müssen noch 5 Bauarbeiter ausbilden. Moment mal. Gildehaus, Bauarbeiter. 5. Baustellenträger. 2 Träger. 2 davon, dann habe ich 6. Das müsste auf jeden Fall klappen, hoffe ich. Schauen wir mal. So, ja, Sammelhütte ist natürlich eine gute Sache. Wie sieht es hier eigentlich mit Holzfällerhütten und dergleichen aus? Ich habe 1, 2, 3. Oh, was ist das mit dem Dingen? Hier irgendwo im Nirgendwo mit ganz viel Holz noch auf Reserve. Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ist das richtig? Okay. Also Holzfällerhütten auf jeden Fall genug. Wie sieht es denn hier mit unserem Forsthaus aus? Das steht hier irgendwo. Da. Okay. Ja. Ist aber in Ordnung. Also ich sehe nicht irgendwie ein Problem. Ja, dann muss hier nichts weg. Oh, hier haben wir einen Wachturm, der irgendwie nichts mehr bringt. Das sind die Nachbarn. Dann kann ich dieses Gebäude auch einreißen. Was ist das mit den beiden Dingern hier? Die bringen etwas. Warum? Aha, verstehe. Okay, dann würde ich aber sagen, vielleicht hier so gucken. Was ist mit dem Ding? Da sind Soldaten stationiert.
Was nicht verkehrt ist. Ja, oder was rennt hier rum? Okay, warum kriegen die... Einen Moment mal, ich muss kurz was kontrollieren. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Steinbruch. Steinmetz, Kohle, Steinbruch. Haben die was zu tun? Also sprich, kommen die noch an Stein ran? Ein bisschen. Okay. Dann habe ich hier einen Steinbruch. Der kommt auch noch an ein paar Steine ran. Also das ist jetzt nicht so, dass die beiden jetzt nichts zu tun hätten. Da ist noch ein dritter. Der auch noch an den ein oder anderen Stein rankommt. Okay, ich sehe hier Kohle. Hey, Moment mal, verstehe ich jetzt nicht, warum. Warum habe ich den deaktiviert oder warum haben die mir gesagt, da ist nichts mehr zu machen? Das Problem hatten wir, glaube ich, schon mal, dass obwohl Ressourcen in deren Nahbereich sich befindet, die irgendwie die Ressourcen nicht abbauen können. Oder nicht finden können oder wie auch immer. Moment, dann muss ich das tatsächlich deaktivieren. Das Ding bringt aus irgendwelchen Gründen nichts mehr, funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Dann muss irgendein Bug sein. Ja, da irgendwie haben dann so manchmal haben die Bergwerke, zumindest die, ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Steinmetzen aussieht, ne, mit den Steinbrüchen. Kann ich jetzt diese aus Erinnerung jetzt nicht sagen, ob da auch schon das ein oder andere Problem aufgetreten ist in dieser Richtung. Aber hier bei den Bergwerken definitiv hatte ich das schon mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur bei den Kohle war oder ob es auch Eisen oder irgendwelche anderen. Die bauen das dann irgendwann nicht mehr ab oder finden das halt nicht mehr. Warum auch immer. Ja, da ist irgendwo ein Bug. Da müsste man sich vielleicht mal, da die Entwickler müssten sich da vielleicht mal drum kümmern. Ist aber jetzt erstmal nicht kein Weltuntergang. Ich setze dann hier einfach einen entsprechenden Tagebau hin. Für Kohle. Natürlich dann immer ärgerlich, weil man meint irgendwie, oh, da ist nichts mehr. Und kümmert sich dann natürlich dann irgendwie um Alternativen und stellt dann irgendwie fest, Moment mal, da ist doch irgendwie Kohle, warum bauen die nicht ab? Ist immer komisch. So. Ja, Moment mal. Wegetechnisch wäre vielleicht wieder die Idee nicht verkehrt, wenn ich hier so einmal so quer rüber. Geht das? Ach, habe ich schon einen. Ja, egal. Dann habe ich halt noch eine Alternative. Was soll's? So. Ja, jetzt bin ich wieder vollkommen raus. Der ist. Achso, das ist die Eisentage. Ne, verstehe. Das ist auch wirklich nur noch Silbererz. Nur noch. In Anführungsstrichen. Stein, Kohle. Wieso habe ich hier? Hier habe ich Kupfer, das ist cool. Warum baue ich hier keine Kohle ab? Man könnte natürlich auch Silber abbauen, ganz klar. Ach, hier ist. Ach, ist alles klar. Nee, okay. Findet statt. Es wäre eine Überlegung wert, vielleicht noch eine zweite zu machen. Glaube ich. Moment, ich muss die mal ganz kurz. Nein, da ist Kohle, hier ist Kohle. Ich würd sagen, ich setze hier noch einen zweiten hin. Ne? Was wir haben, haben wir. Gut, wir haben schon. Also jetzt. Wir haben aktuell 5. Es kommt dann noch ein 6. dazu, sofern ich den überhaupt hinkriege.
Kessel, den man da so hin. Mal da so hin und mach mal hier so den Pinorik hin. So, egal. Cool. Diebe machen hier ständig Ärger. Was ist hier los? Da ist ein Diebeslager. Und wir sind dabei, uns hier so ein bisschen auszuweiten, hoffe ich. Okay. Ein großer mysteriöser Schatz, unbekannt. Ja, ich hab da jetzt. Da passiert irgendwie nichts. Habe ich eigentlich Silbertage Abbau? Ich glaube nicht. Aktuell, glaube ich, gab ich da gar nichts. Ne? Das ist nicht so gut. Dann würde ich sagen, bitte hier einmal Silber abbauen. Macht auf jeden Fall Sinn. Achso, den wollte ich. Nein, ja. Bitte da. So. Und damit sich immer so bergwerktechnisch mal wieder so ein bisschen was tut. So, Holzwerkstatt ist fertig. Schneiderei sagt, sie hat nichts zu tun. Kann ich eigentlich kaum glauben. Einfach mal so auf Verdacht. Moment, habe ich? Nee, die hat gar nichts mehr, ne? Ja, so auf Verdacht mal so 10 von den Dingern und vielleicht 10 von diesen Rucksäcken. Einfach mal so, damit wir da was haben. Denke ich mal, dass das nicht verkehrt ist. Rüstungsschmiede erzählt mir gerade, sie hat nichts zu tun. Das ist bestimmt nicht wahr. Und wie sieht es hiermit aus? Okay. Ja, ich würde mal ganz vorsichtig auf 10 von diesen Eisenschwertern gehen. Aber ich würde auch ganz gerne eine Stahldolche kann ich keine machen. Silberdegen. Eisendolche. Vielleicht mal so 10 Eisendolche auf Verdacht produzieren. Ich weiß, ich habe schon mal welche gemacht, habe dann versucht, die entsprechenden Leute zu rekrutieren. Das hat nicht funktioniert. Warum auch immer. So, dort Militärkämpfe. Wie sieht es denn hier aus? 18 Draufgänger existieren hier. Von 25 Leuten, die ich überhaupt maximal unterkriege. Ist interessant. So, hier habe ich 10 Soldaten. Auch nicht verkehrt. Militärakademie. Ich könnte noch 10 weitere Soldaten ausbilden. Dann mache ich das mal. Immer gut, wenn man die Leute schon mal so, ne, in der Hinterhand hat. Bei der Gelegenheit. Militär, Bergbau. Moment mal. Erkundung, Expansion. Militärcamp. Ist richtig. Kriege ich hier noch ein Militärcamp hin? Vorzugsweise da so. Geht nicht. Aber hier geht. Dann machen wir das. So. Was? Achso, macht wieder die Diebe. Ja, die Diebe sind hier wieder unterwegs. Cool. Achso, das ist die Waffenschmiede. Okay. Wohnhaus. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich muss jetzt halt nur gucken, wo finde ich welche Leute. Sehr gut. Kann ich hier so ein Teil noch hinsetzen? Ja, das geht. Ich aus. Die stehen da. Ist eigentlich egal, ich setze mal hier so hin. So. Und war das mit dem anderen Teil? Wird das noch benutzt? Wo habe ich da den Pinorikin gesetzt? Oha. Also das Gebiet, was die jetzt so abgrasen können, ist jetzt nicht gerade klein. Ja gut, mit dem Wasser. Jetzt nicht so sinnvoll. Das Gebäude ist hier.
Wo hab ich denn denen gesagt, guck ich da mal um. Ja, gut, wenn ich das eine da in der Ecke habe, dann setze ich das einfach und sollen die sich jetzt da mal so ein bisschen umgucken und da mal so ein bisschen schauen, was da los ist. Und wenn dieses Gebäude fertig ist, dann sollen die sich dann vielleicht mal, keine Ahnung, hier so vielleicht mal ein bisschen umtun. Und dann schauen wir mal, was da so alles zu entdecken ist. So, hier wird eifrig. Hier werden eifrig die Grenzsteine weiter verschoben, ausgebaut und so weiter und so fort. Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn ihr euch mal ein bisschen mehr so in diese Richtung erstmal orientiert, damit wir uns hier so an diesen Ressourcen gütig tun können. So, okay. Wie sieht es denn hier mit Sammeln aus? Gut. Mit dem Sammeln, das machen wir dann in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen. So, ja, würde sich, glaube ich, anbieten, das zu machen, damit wir auch endlich mal hier so ein paar Sachen wieder sammeln können. Bären, Pilze, was auch immer. Da haben wir ja noch gar nichts in der Richtung. Ja, und wie man hier sieht, ne, wir müssen uns dringend um diese Diebe da kümmern. Die werden langsam sehr rabiat. Das ist nicht gut. Das stört mich sehr. Es gibt noch genügend zu tun. Hier mit Fraktionen anfreunden auch. Da müssen wir jetzt uns mit zwei Fraktionen anfreunden. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ich brauche dann eine entsprechende Handelsroute. Das ist auch noch eine Aufgabe. Definitiv für die nächste Folge, denke ich mir mal. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, das mal so langsam jetzt mal hier in Angriff zu nehmen. Das habe ich auch komplett vernachlässigt. Gut, wir haben also noch das ein oder andere zu tun. Ich danke für eure Unterstützung, ich danke für deine Unterstützung, für euer aller Dabeisein. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Danke für deinen Support. Freut mich sehr. Ich habe ja schon jetzt in den letzten beiden Folgen, ne, eindringlichst immer wieder gesagt, bitte macht mal dieses eine oder andere. Liken, abonnieren, kommentieren. Ihr kennt das. Würde mich sehr freuen. Gut. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen lieben Dank für euren Support, den ihr hier im Augenblick bei mir leistet. Ich bin da total happy. Und ich hoffe, das geht so weiter. Das wäre natürlich sehr schön, wenn das so weitergehen würde. Ja. Gut, wie ich immer sage, alles kann, nichts muss. Ne? Und freut mich schon, wenn ich hier sehe, dass das, was ich hier so mache, dass das angenommen wird. Zumindest von euch, die ihr da seid. Sehr schön. Gut. Ich bin raus. Ich wünsche euch mal alles Gute und genießt und nutzt die Zeit.